Jungs, Geduld ist eine Tugend. Kennen Sie nicht. Nee. Weil ich weiß, hat der Monk halt auch ein bisschen Safe hier, aber nicht so viel. Was haben wir da für Order? Ich habe auch ein bisschen Safe hier, aber das reicht jetzt nicht, um hoch zu sein. Aber es hat zumindest gereicht, damit ich überlebe. Holy shit, kriegt der alle auf die Fresse, Eieiei. Diese Tentakel machen mir Angst. Wo ist das Tentakelmonster? ey. Egal, wo die herkommen. Ich glaube vom Tank. Sein. Ja, ich habe eben oder bin eben mit der Maus auf die Tentakel mal gegangen. Und da stand nur irgendwas von Gaga. Also wahrscheinlich kann er die beschwören als Untoter oder was er ist. Könnte sein, ja. Dass das irgendwas von ihm ist. Rassenfähigkeit oder so. Muss tatsächlich den Sound mal ein bisschen höher stellen. Ach du Scheiße. Fremde sind hier nicht zugelassen. Ach du Das ist eine Scheiße. Menge. Ach du Scheiße. Das ist gehört, das sterben recht schnell. Fremde sind hier nicht zugelassen. Ah, der kann so eine Position von sich erschaffen. Auch cool. Entschuldigung, oh, ich merke, dass ich keinen Mittagsschlaf machen konnte, ey. Ich habe momentan einen recht guten Schlafrhythmus eigentlich. Oh ja, ich tatsächlich zurzeit auch. Es Das gibt nur wundert mich ein enorm. Zurück mehr. Oder ich bin da ganz dankbar für. Meistens werde ich jetzt automatisch um 0, 1 Uhr rum müde. Ich bin zu meistens so Euer 22, 23 Verdacht Uhr, bestätigt. weil ich müde. Okay. Jetzt Hat mich werdet ihr zerrissen. hier bleiben. Für immer. Ja, das habe ich gesehen. Nur du warst so schnell tot, dass ich konnte dich mal nicht mal mehr heilen. Ich habe mich gerade auch einfach gewundert. Ich dachte so, hä? Möge euer Verstand sich trüben. Da würde ich mich wiederbeleben und dachte, also heilen und dachte, Schaut oh, in die okay, dann doch nicht mehr. Finsternis eurer Seele. Go, go, Power Rangers. Erwacht, meine gefallenen Brüder, manifestiert euch und kämpft. So, weil die anderen Gegner tot sind, belebe ich dich. Ja. Auch wenn die Instanz, glaube ich, jetzt zu Ende ist. Ja.
I am dead. I am dead. Warte, kein Loot für mich, ey. So, dann müssen wir einmal zum Anfang der Inni. Oh. Quest abgeben. Go Power Ranger. Du. Ja, ich habe ja diese Schnelligkeit, also dass ich allgemein schneller renne. Ja, ich muss auf jeden Fall meine Federn nutzen. Nein, meine Feder! Es tut mir leid, ich habe gerade nach vorn geguckt. Ich habe gerade zur Seite geguckt. Ja, lass mal die Feder des Heilers aufnehmen. Hey, ich bin ein Gegner, ich bin schnell. Ach, guck mal, meine Feder. Ohne Witz, ich habe gerade. Zur Sekunde habe ich halt einfach zur Seite geguckt und dachte, ach ja, schöne Instanz. Und dann, oh, eine Feder. Nein, ablehnen. Weil wir wollen erst Quest abgeben. Yay. Vorher nehme ich hier nichts an. Zwei Quests sind es zu abgeben. Eine Quest und die andere müsste unten, glaube ich, sein. Eingang. Ja. Es ist mit meiner Feder, hol ich dich ein. Oh, ich mach's mir einfach. Ja, bin ich da. Hui! Vielleicht nur dran denken, wenn wir die. Obwohl, wir sind jetzt wieder zu zweit, das heißt, wir brauchen die Dungeon-Gruppe gar nicht verlassen, wir verlassen gleich einfach nur den Dungeon. Mhm. Kommt ein Füchschen geflogen. Geil. So. Aus Dungeon teleportieren. Wie ging das? Habt ihr das Auge oben rechts klicken und dann zum aus dem Dungeon teleportieren. Okay. Wir können sogar jetzt wieder rein teleportieren, wenn wir Bock hätten. Bah! Aber ich glaube, wir müssen die Instanz verlassen, weil. Obwohl, heute machen wir eh keine mehr. Heute machen wir eh keine mehr. Du musst dein Tierchen wieder beschwören. Ja! Jetzt. Ich war gerade einfach nur überfordert. Ja, es gibt bestimmt Deckung. Aber mit dem Kampf. So. Ja, wir sind halt mitten auf dem Schlachtfeld gewesen, ne? Jetzt muss ich einmal eine Fähigkeit wählen. Verringert die Abklingzeit von Aspekt der Gepard und Aspekt der Schildkröte. Was war das denn nochmal? Und das ist das. Das ist das. Das wäre ja gar nicht mal so verkehrt. Ihr befreit euch zusätzlich von allen Bewegungseinschränkungen. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit für 4 Sekunden um 50%. Also das Geschoss ab den Gegnern, so alle weiteren Gegner innerhalb von 5 Metern verbindet, wenn sich eine Ziel entfernt, wird es für 8 Sekunden bewegungsunfähig. Fehlt halt im Blut oder bindender Schuss? Klingt beides geil. Okay. Ich muss ja zugeben, ich habe meinen Fuchs nach Metasystem gebaut. So wie es mir die Internetseite vorgeschlagen hat. Weil sonst letzte Mutterteile halt ein bisschen was von Metasystem können. Das heißt ein Problem. Ja gut. Ich bin Noob, ich darf das. Ja. Ich hab's halt gemacht, damit ich auch in Instanzen zumindest ein bisschen was reißen kann. Wie lange ist denn da? 3 Minuten Abklingzeit. Komm, ich mach das. Dann ist das jetzt auf 2,4 Minuten.
Perfekt. Wach werden, hallo. Drei Tierchen. Ich war dabei. Ach schau, so viele Items gab die Indies gar nicht. Das ist so viel, so glückbasiert, dass man da ein gutes Item gleich kriegt. Ja, stimmt. Gott, oh Gott. Ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie lange ich noch so durchhalte. Alles gut. Wenn du nicht mehr kannst, sagst du Bescheid. Dann kann ich entweder noch Feinde spielen oder, wenn ich selbst müde bin, aufhören. Um die 15 Minuten mache ich noch und dann 23 Uhr passt. Okay. Dann bleibe ich noch in meinem guten Fenster, was Schlaf angeht. Ja, dann passt das doch. Gute Nacht, ja. Iron. Schlaf schön. Nacht, Iron. Und immer da denken, die Fuchspfoten über der Bettdecke halten. Und was ist, wenn die kalt werden? Das ist eine Ausnahme. Okay. Dann hat sie doch noch ihren Mann, um sich anzukuscheln. Ja, auch wieder wahr. Musst du jetzt hier diese Male sammeln oder was musst du jetzt hier machen? Nee, ich Bruchwirker der Kabale töten. So. Also die Male muss ich auch irgendwann sammeln. Die sind weiter oben, die Spruchwirker. Die sind da bei dem Dämon. Also zwei hab ich schon und zwei brauche ich noch. Sag mal für Abstand hier. Hau ab, Fliege. Viel Gold wieder. So. Jetzt einmal zurückfliegen. Wenn wir machen, fliege ich auf jeden Fall immer, also freie sich auf jeden Fall kurz nach Orgel mal. Oder irgendwo hin, wo auf jeden Fall ein Reitlehrer ist. Na stimmt, ab 40 geht das ja, ne? Roma, ja. Hekt Korta. Das Glück sei mit euch. Meisterhaftes Reiten halt lernen. Ja. Oh Gott, dann müsste ich tatsächlich hier. Weil ich bleibe ja in dem Gebiet. Höhenfeuerhalbinsel auf jeden Fall. Ja. Ja, du kannst ja jederzeit mit dem Portal hier hin wieder zurück, ist ja schön, ne? Ich kann ja kurz nach dem Abschnitt der Orgel mal machen. Hallo, Dufte. Und ja.
Wir sind hier immer noch am Rumgeistern. Okay. Arunes Tuch. Karlens Hammer. Atalos Schriftrolle. Wo auch immer die Dinger sind. Die dürften da hinten im Untergrund, glaube ich, sein, wenn ich mich nicht irre. Vermutlich. Ja, die waren im Untergrund, genau. Okay. Das war der Eingang gesehen. Hier sein. Einer geradeaus, einer links oder rechts. Yay! Fangen wir hier an. Fokus auf Motti wieder setzen. Motti! Aber gegen die Typen schlägt sich Motti nicht so gut wieder. Da ziehst du mehr Aggro momentan. Knurren ist aber an. Und liegt halt einfach daran, dass du wahrscheinlich mehr Schaden machst als Motti. Ja, das kann sein. Ja, muss kleines Motti. Ja, kann die Aggro nicht halten. Ah, muss kleines Motti. Na komm. Sind wir gerade hier. Und wenn man überlegt, dass ich zu Original-WoW-Zeiten, also damals, noch wusste, was für den Jäger das beste Pet war, ey. Ich glaube, damals war es ein Bär. Okay. Ich gehe nach Sympathie. Und das ist gerade leider Motti. Gut, warum der Eber jetzt mitläuft, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt, oder habe ja gesagt, dass ich mit zwei Tieren arbeite. Ich kann nur das weiße Tier irgendwie nicht auswählen. Das ist halt gerade immer der Eber. Das soll mir recht sein. Ich glaube, höchstens, wenn du den Eber freilässt oder so, oder ihn verstaust. Ja, der ist schon verstaut. Den habe ich schon gar nicht mehr mit. Ja, gut. Das zweite Zimmer, das erste auf dem Stall. Okay. Ja, gut, dann muss ich den mal umändern. Ich will den hässlichen Eber da nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Ich bin jetzt nicht so der Eberfreund. Was ist das? Eva hat schon gesagt. Nee, noch nicht. Nur habe ich ihm das nicht gesagt. Ich will mich jetzt schon verteidigen, wir sind noch gar nicht fertig mit der Quest. Ja. Das ist wieder so eine Begleitquest. So, ja, keine Ahnung. Muss halt erstmal mitlaufen. Hat er halt was davon. Der läuft halt nicht mit, der läuft von uns weg. Ja, ist ja alles frei hinter uns. Soll sich nicht so anstellen. Bin jedoch im selben Raum. Kann ich ja gleich nochmal annehmen. Ich hab das halt nicht gelesen. Ach, der will irgendwas gerecht haben. Der erzählt ganz schweine Witze. Oh Mann.
Aber es ist kein Flachwitz, sonst würde er Masuna die Arbeit klauen. Ja, stimmt auch wieder. Unser Flachwitzmeister, ey. Jupp. ja, am Abbrechen. Tauchst du dann gar nicht mehr auf? Okay, ist mir auch recht. Ja, es dauert ein bisschen, bis der wieder auftaucht. Jo, passt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hat der eine Respawn-Rate, nachdem die Fähigkeit ist von 5 Minuten. Ja. Kommst du heute, kommst du morgen. Motti wieder heilen. Platz Motti machen. Ich liebe diese 6 Schuss, das ist toll. So. Mount. Hier ist da und dann da hinten. Schade, dass die Katze echt Geld kostet. Das würde ich mir auch holen. Ja, ich konnte nicht widerstehen, ich musste. Ist ja die Katze, ne? Ja. Also ich konnte einfach nicht anders. Ich darf nicht. Ich darf einfach nicht. Momentan nein. Ich muss sparen. Was wollt ihr, Fremder? Das kann ich mir in den Friede Urlaub in den nicht vorhandenen Bart schmieren. Ja, gut. Dem vergeht Urlaub vor. Ja, und dann, weil sonst erschlägt mich A, meine beste Freundin, und B, ich mich selber. Verständlich. Weil ich mir jetzt schon übelst auf diesen Urlaub freue. Elf Tage lang Sommer, Strand und Cocktails. Und meine allerbeste Freundin am Start. So muss das. Ja. Ja, man muss überlegen, die Frau kenne ich seit dem Kindergarten. Wir haben uns damals gegenseitig Sand in die Augen geworfen und sind wir beste Freunde. Ja, gut. Eine Banane ins Ohr und alles. Was? Ja! Aber ich fange jetzt nicht wieder allein zu singen. Dufte, du müsstest schon dazukommen, dann singen wir zusammen. Oh ja. Macht mal. Kraft und Ehre. Dann unterhalten wir wieder den Chat mit unseren lieblichen Singstimmen. Wie soll ich mit meiner Stimme? So. Lukta! Blut aus dem Grab abbrechen, ja. Weg damit. Oh Gott, oh Gott. Bin ich blind? Ja, ich bin blind. What are you looking for? Quest. Die wahrscheinlich drin ist und nicht draußen. Ja, die dürfte drin sein. Ja, yep, ist sie. Mokra. Ja. So, ich hab auch 5 Minuten, das heißt, ich reise mal geschwind zurück nach Orgrimmar. Guck mal, ob ich mir das Reiten beibringen kann nehmen. Thrallhall! Für die Horde! Nein, mein Questlock ist voll! Bam! Nein! Oh, du Schreckliche! Kraft und Ehre! Oh mein Gott, mein Questlock ist überfüllt! No! Sprecht! Wie kann das passieren? Kannst du bitte die Quest angenommen, so wie ich abgeschlossen. Nein, das ist Quatsch, das geht nicht. Mokra. Vorwärts. Na gut. Dann halt nicht. So. Dann nehme ich sie nicht an. Das war Crisper? Alter. Ja, ich sehe, dass mein Questlog voll ist. So, mal gucken, ob das Fliegen geht. Mhm. Wo ist die Fluglehrerin? Okay. Da. Ja. Meistens das Reiten lernen, ja. Bitte. Danke. Ich habe ein bisschen was zu tun. So. Ich kann komplett reiten.
Ja, ich auch gleich. Ich auch gleich. Ich fliege auch kurz dahin. Oh, ich bin jetzt schön schnell. Oh, ist das geil. Man ist so viel schneller auf einmal. So, ich auch gleich. Es hat mich fast mein ganzes Gold gekostet. Ich habe jetzt noch 200 Gold. Wie teuer ist das? 4.700 noch was? Ah je. Glaube ich. Jetzt mich mal gefragt, bevor ich gekauft habe. Ich sehe es ja gleich. Wenn ich nicht genug habe, dann habe ich die Reise umsonst gemacht. Ich kann es leider nicht mehr nachgucken. Ne? Ah je. Ja gut, dann werde ich auf jeden Fall noch sparen müssen. Ist auf jeden Fall ein Stück teuer. Ich gucke einfach mal. Deswegen mache ich halt ganz gerne Instanzen, weil da kriegt man recht gut Gold. Ich gucke einfach mal. Mehr als gucken kann man nicht. Du hast das Mammut, bei dir kann ich meinen Staffel kaufen. Du hast ein Mammut. Oh, dann hast du das auch. Erst mal ausgenutzt. Hi. Ich kann transmoggen. Servus. Kutzi. Ach, da ist wieder dieses komische Quest-Geding ins Gedöns. Naja, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wo musst du mal nochmal hin? Dahin. Bei dir könnte ich. Achso, ja, stimmt, bei dir könnte ich. Platz. Nicht den Eber. Ich hätte gern. Die Wespe. Mögen die Vorfahren euch schützen. Transport. Okay. Hallo, Mann. Ah ja, 5000. 5000 kostet es sogar. Eieiei. Ja, gut. Oh, bei dir ist das ein Stück teurer als bei mir. Jo. Deswegen sage ich ja, 5000 kostet es hier. Bitte sieht sich. Was? So, ich bin wieder getransmogt. Oh, schön, ich nicht. Ich nicht. Boah, ich glaube, ich komme noch einmal kurz zu dir und dann zeige ich dir noch, wie ich aussehe. No, mach mal. Jeder, schönen Tag auch. Ich reise auch gleich wieder zurück. Jeder Verarbeitungskirschenlehrer. Hi. Grüße. Ja, sehr gut. Ja, gut, aber selbst wenn 4000 habe ich ja trotzdem nicht. Wolltest du ja nur mal wissen. Wie teuer das hier ist. Das sein durfte, dass das in Orgrim einfach günstiger ist, weil es halt die Hauptstadt ist. Geht. Ich wollte doch nur wissen. Irgendwann habe ich das Geld auch zusammen. So, gucken, wo du hier landest. Ich hab's ja nicht ehrlich. Ich weiß gar nicht, wo du landest hier, wenn du hier hinfliegst. Ich? Meine direkt auf diesem großen Platz. Da. Ich glaube, da, wo die Feder ist. In Shadrat. Dann ist das da. Nicht so gefällt, ist kein Stab. Ich hätte gerne einen Stab, so muss ich sagen. Bin gleich da. Ich nehme meinen Wappenrock ab, ey. Morgen unnötig. Yay, ich kann die Stadt sehen. Yay. Hippie. Ich sehe, wie du hier landest. Guck mal, ich sehe, wie du hier landest. Müsstest du eigentlich sehen können. Ich bin im Landeanflug. Ja, da kommst du, ich sehe dich.
Hi. Ich sehe dich auch. Das kleine Ding da unten. Hi. Hi. Hi, ne? Yay, jetzt habe ich meine Leuchtewespe. So sehe ich momentan jetzt aus. Haben wir die Maske von dem die Maske geholt, aus dem Ding. So. Die Schultern sind nicht so optimal, aber besser habe ich nicht. Ja, gut. Besser als das, was ich habe. Ja, sie passen halt so ein bisschen zumindest zum Outfit. Ich will auch. Aber hey, wenigstens habe ich meinen Bogen irgendwie über den Arm balken können. Ja, musst du eine kurze Reise nach Orkel mal machen. Dann kannst du da kurz einmal kannst du mal ganz so ein random nee. Ich finde den Weg nie wieder zurück. Kann ich dir zeigen. Nö, alles gut. Solange ich meinen Bogen habe, bin ich glücklich. Ich brauche nur meinen Bogen. Ansonsten. Ich hätte ja noch einen besseren Stab. Ich bin mit meinem Bogen zufrieden. Gut. Dann logge ich mich jetzt hier schon mal aus. Mach das. Vergessen. Auch wenn wir nicht so viel geschafft haben, weil ich einfach keinen Mittagsschlaf geschafft habe. Ja. Das geht aber. Jo. Ich habe einen Questlog vollgekriegt. War eigentlich nicht Ziel des Abends, aber ich habe meinen Questlog voll. Ich bin verdammt stolz drauf. Ich meine, irgendwas muss man ja geleistet haben können. Ja. So, schiebe ich dich auf den anderen Bildschirm. Dahin. Das kommt hier hin. So. Gut, dann sage ich mal gute Nacht, ich verschwinde jetzt. Gute Nacht. Und ja, viel Spaß noch, falls ich noch weiterspiele, dann sollst du dir auch eine gute Nacht. Weiterspielen wahrscheinlich nicht, aber ich werde ohne Stream noch ein bisschen Chaos veranstalten. Ja, es gibt da auch noch eine Plan. Wahrscheinlich. Ja. Wie ich mich kenne. Ich will gerade sämtliche Sachen öffnen. Nein, das will ich nicht haben. Gut, da bin ich jetzt raus. Alles klar. Gute Nacht. Bitte. Ich erstmal raus.